Hey, ja, hier ist der Stoppen. Willkommen zurück zu Aliens vs. Predator Redux zur Fortsetzung dieses Spiels. Damit zur nächsten Episode als Colony Marine. Beim letzten Mal haben wir die Episode Orbital gespielt, wo wir auf der Orbitalstation über LV-426 waren. Oder Venus, und dort hatten wir ordentlich viel Stress. Ja, wir hatten dort Stress mit diversen Predatoren und vielen Xenomorphen, die aus allen Ecken und Enden, also aus allen Ecken und Schichten kamen und ordentlich Stress gemacht haben. Ja, haben es aber überlebt irgendwie. Wir sind entkommen von der Station mit Rettungskapsel und wurden aufgegabelt jetzt in Episode 5 von der Tirago. Ja, jetzt bin ich weiter. Episode 5 United States Colonial Marine Raumkreuzer der Kostonaga-Noga-Klasse Tirago. Bio-Eindämmungskontrollsysteme sabotiert. Besatzungsmitglieder evakuiert oder im Einsatz vermisst. Sicherheitssysteme des Hangar-Decks außer Betrieb. So sieht's aus. Da sieht es ein bisschen die Lage schlecht aus. Die Sicherheitssysteme sind nicht aktiv und wir haben es nochmal mit vielen Feinden dort zu tun. Ja, und ich würde sagen, ja, wir legen los, wieder auf Director's Cut und schauen, was uns erwarten wird. Also, los geht's! So. Ja, klingt alles wieder mal nicht so toll, ne? Bio-Eindämmungskontrollsystem sabotiert. Lassen Mitglieder alle weg. Also, wir sind die Einzige diesmal. Gut, wir sind die Einzige Überlebende von der Station. Und Sicherheitssysteme sind außer Betrieb. Das klingt auch nicht so angenehm. Beim letzten Mal hatten wir mal hin, bis wir das Stützen, diese Laser, auch wenn die selber auch angegriffen haben, aber war nicht so das Problem, und dem ist eher geholfen. Diesmal will mal gucken, was uns erwartet. Also, los geht's! Okay! Here's the latest. Tirago is overrun with aliens, and it's gonna be tough going. Watch your back. Hier ist das Neueste. Die Tirago wird von Xenomorph überrannt und es wird fair werden. Also, passen Sie auf dich auf. Na, wie mal, ha? Oh. Okay. Was soll mit einer Pistole? Ich weiß nicht genau, aber wir müssen doch wahrscheinlich weiter. Nein, nein, keine Chance hast du. Ich weiß, was jemand lauert, ne? Oh, hinter mir. Ich hab nur das. Ah, scheiße. Das klingt, da war ich in der Falle. Ich hab nur den Schwanz gehört. Er säure mich hier nur umgekommen. Oh Mann. Komm schnell her! Lass dich da hinter mir, ey. Ist das möglich? Oh Mann. Okay, wir leben noch. Anzug ist fast weg, aber. Who is already bugged out? Don't bother looking for survivors. Make your way through the mess hall to engineering. Ah.
Das war wieder doof. The crew is already bugged out. Don't bother looking for survivors. Make your way through the mess hall to engineering. Die Besatzung hat sich bereits aus dem Stopp gemacht. Machen Sie nicht die Mühe, nach Überlebenden zu suchen. Gehen Sie durch die Mensa zum Maschinenraum. Nicht gut für mich. Nicht gut für mich. Oh Mann, nicht gut, nicht gut, nicht gut, ich bin halt tot. Ich muss mich beeilen, ich muss irgendwie versuchen, mich zu retten. Oh na. Nein. Nein, das ist nicht gut. Das hab ich noch nie, ey. Nee, das hab ich nicht. Das hab ich dann nicht, wenn ich dann... Ich hab ihn auch nicht. Oh. Jetzt kann ich mich mal speichern hier, das kann ich erst schaffen. Was war das denn? Das hat der überlebt? Der Säure, die macht mir so klein hart. Die Säure macht mich so schnell tot. Okay. 26, sollte ich speichern? Ja, ich versuche mein Glück. Ja! Von oben runter, ey, ich glaube das nicht. Das glaube ich ja nicht, ey. Ah, warum? Oh, Scheiße. Going to the reactor core. Open them. You'll have to reactivate the cooling systems. Once you're through, open the emergency exit and get out of here. Die Türen zum Reaktorkern sind verschlossen. Um sie zu öffnen, müssen Sie die Kühlschrank reaktivieren. Ja, lese ich trotzdem. Wenn sie durch sind, öffnen Sie den Notausgang und verschwinden Sie. Das wollte ich noch vorlesen.
Okay. Angesprungen wie ein Hund, ey. Ich sehe nichts mehr. Sieht für mich nicht gut aus. Nein, da war, glaube ich, da nicht so. Nee, die Pack da vorne. Hinter mir. Oh, das ist wirklich übel. Ich bin ja ganz in diesen Situationen. Verdammter Mist! Ja. Ah, scheiße! Ich bin jetzt ganz in der Situation hier. Ich sehe die teilweise nicht. Er muss anders machen. Der wurde von irgendwas erwischt. Ich sehe nicht, seh nicht mal, ey. Ah, ich hab's geschafft, ey. Meine, das war nun was von der Action, ey. Alter. Da war's gut damit bei. Uff. War keiner. Nachladen. Was soll das denn? Ein bisschen größer was, wa? Größeres Vieh. Letztes Mal hat's Vieh, nur eine Scheiße. Hä?
Also, ich hab kein Ding jetzt mehr. Okay. War nicht so gut. Okay. Nothing Marine, danke für Ihren Dienst, Private. Sie waren sehr nützlich. Ich muss Ihnen nur mitteilen, dass die Firma Sie im Moment nicht überqueren kann. Sie verstehen nicht, dass dies nicht persönlich ist. Nicht viel Zeit, hören Sie, öffne die Hangartür. Beeilung, Marine, bewegen Sie Ihren Arsch da raus. Boah, was war das denn? Okay. Nein, nicht gut. Okay. Opening the hangar door. Hurry, Marine, get your ass out of there. Okay. Doors closed. Okay. Haben wir mich? Noch einer! Hunde! Alter. Boah. Plattformaufzug aktiviert. Das war wieder ein Trip, ey. Ach, wir haben es geschafft. Wir haben so einen Cheat-Modus aktiviert. Ja, wenn das nix ist, das ist ja super. Ja, wir haben insgesamt 8 Minuten nur gebraucht. Wir haben 2 Facehager getötet, 63 Xenomorphe, 32 brauchten wir. 4 Praetorianer, 1 Predator und ein Predator. Und der Predator.
Wir haben 146% Gesundheitsschaden, also hat man gestorben. Wir haben 5-mal die Panzerung verloren. Nee, fast 6-mal. Wir haben 26% Kopfschüsse, 2500 Schüsse abgegeben und 22% Genauigkeit. Geht ja sogar noch bei der ganzen Menge. War viel los, aber wir haben es geschafft, deswegen. Ja, gucken, gehen wir ins Hauptmenü. Ja, wir haben es geschafft, in den Hauptmenü zu kommen. Das war wirklich eine nervenaufreibende Episode, weil ich fand die davor vielleicht so schlimmer. Ja, hier gab es viele Aliens, aber weniger Facehugger in meinen Augen, war gar nicht so schlimm. Ich weiß, dass ich damals auf der Orbitalstation damals gar nicht in diese Räume reingegangen bin. Ich glaube, ich das ja geschafft auf Deckers Cut. Das Spiel, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es tatsächlich nicht mal so schwierig. Es ist eigentlich, ja gut, man muss denken, man kann nicht so viel speichern, vielleicht ist es dann doch schwierig, ne? Angenommen, aber die Kämpfe an sich sind ja nicht so problematisch. Aber wir haben es geschafft, diese Episode hier. Das heißt, wir haben eine 6. Episode gibt es dann hier für den Marine. Und dann machen wir beim nächsten Mal entsprechend weiter. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß daran. Denkt an die Kommentare und an die Bewertung und an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, dass ihr mir folgen könnt auf Twitter und auf Facebook, macht euch das zu bleiben. Ihr könnt beitreten im Discord-Server zum Quatschen, kennenlernen, Spaß haben, mitmachen und mitgestalten. Dort erfahrt ihr alles, was Neues gibt, noch viel, viel mehr. Alles findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.